jedes Kind ist uns gleich viel wert. Die Eltern sollen durch ihre Kinder nicht ärmer werden. Und Kinder sollen eine eigenständige Absicherung haben. Okay, ja, dann herzlich willkommen zu unserem neuen Videopodcast. Ich stehe mit Susanne Rüttrich, unserer Kinderbeauftragten der Fraktion, richtig, ne? Ja. Genau, und zwar gibt es ein ganz tolles Konzept. Susanne, du kennst es schon viel länger, auch viel länger als ich. Ich habe das vor einem Jahr kennengelernt. Und jetzt am Montag hat es aber der Parteivorstand beschlossen, dass die Kindergrundsicherung, vielleicht, was ist die Kindergrundsicherung? In wenigen Sätzen und dann gucken wir mal, wie wir das erklären. Die Idee gibt es natürlich schon sehr viel länger, als dass wir die uns jetzt ausgedacht hätten. Aber also die sächsische SPD zum Beispiel hat schon vor 10 Jahren sich dem Bündnis angeschlossen, Kindergrundsicherung. Seitdem kämpfen wir dafür und jetzt haben wir eine eigene sozialdemokratische Kindergrundsicherung als Konzept erdacht. Und es geht im Groben darum, dass wir nicht Kinderarmut nur bekämpfen wollen, sondern Kinderarmut abschaffen. Das geht nämlich. Geiles Ziel. Ich meine, aber wie machen wir das? Also ich habe verstanden, es gibt, sag ich mal, einen Einstiegsbetrag, 240 Euro. 250? Okay, gut, dass wir reden. 250 Euro und das ist, wird immer mehr, je weniger die Eltern verdienen. Also genau andersrum als heute, wo ich nämlich über Steuerfreibeträge, wenn ich viel verdiene, viel von meinen Kindern habe und die Logik da ist, ist genau andersrum, oder? Ist genau so. Man muss sich mal den Status quo angucken. Wir haben natürlich eine ganze Menge gemacht. Gute Kita-Gesetz, starke Eltern und so weiter. Also passiert eine ganze Menge. Aber am Ende des Tages sind die armen Kinder immer noch arm. Und die, also meine 3 Kinder zum Beispiel, sind dem Staat zumindest finanziell mehr wert, weil über die Steuerentlastung da viel mehr bei den Eltern hängen bleibt. Das wollen wir ändern, nämlich jedes Kind ist uns gleich viel wert. Die Eltern sollen durch ihre Kinder nicht ärmer werden. Und Kinder sollen eine eigenständige Absicherung haben. Ja, also ich sage mir immer, klar ist Kinderarmut auch die Armut der Familien, aber die Kinder haben keine Zeit zu warten, bis wir vielleicht die Eltern über gute Tarifverträge irgendwann mal einen besseren Lohn gebracht haben, dann ist die Kindheit vorbei. So. Und es geht eben, die Kinder eigenständig abzusichern. Die sind noch keine kleinen Arbeitslosen, die haben in Hartz IV nichts zu suchen. Deswegen ein eigenes Modell. Und wie du schon gesagt hast, auf der einen Seite gibt's das, was die Familien als Geldleistung bekommen. Der Clou aber, sonst wäre es ja nicht sozialdemokratisch, ist, dass es noch eine zweite Säule gibt, nämlich was braucht ein Kind zum guten Aufwachsen vor Ort? Und das ist sozusagen unsere eine feste Säule, nämlich die Infrastruktur vor Ort. Von kostenloser Mobilität, Kita, Teilhabe, also Teilhabe ist immer so ein sperriger Begriff, ne? Aber das Kind muss in einen Sportverein, wenn es in einen Sportverein gehen will. Und zwar ohne, dass die Eltern sich Anträge stellen. Und auch ohne, dass über die Anträge immer klar ist, das Kind kommt aus einer ärmeren Familie und das ist das Kind der reicheren Leute. Da ist immer eine Stigmatisierung damit verbunden. Also das heißt, also es gibt 2 Säulen, habe ich jetzt verstanden. Das eine ist zu sagen, Infrastruktur, kostenloser Kita-Besuch, kostenloses Mittagessen. Das ist so die Säule Infrastruktur, die eben kostenlos zur Verfügung stehen soll. Und daneben eben die Säule wirklich geldliche Leistung an die Familie für das Kind und dann eben wirklich, ich sag mal, gegenläufig zum Einkommen. Das sind so die beiden Säulen der Kindergrundsicherung. Was würde ich denn als Maximum bekommen? Was ist denn so, also wenn ich sage 250 Euro ist so das untere, was würde ich denn am oberen Ende auf der Säule Geldleistung bekommen? Genau, also die Zahlen, die wir jetzt da reingeschrieben haben, sind noch gerechnet an dem, was wir jetzt sozusagen als Existenzminimum da haben. Also das, was jedes Kind erstmal als Basis bekommt, sozusagen als neues Kindergeld, sind 250 Euro. Das wird zum Teil auch auf eine Kinderkarte verbucht. Und mit der Kinderkarte kann man dann beispielsweise zum Sportverein oder Bahnfahren auch gehen. Und darüber, je nachdem, wie wenig die Eltern verdienen, kann man bis zu 480 Euro roundabout sozusagen wachsen im Maximalbetrag. Jetzt haben wir aber vor allem darum gerungen, dass wir ja eigentlich Schwierigkeiten haben zu sagen, was braucht denn ein Kind wirklich? Weil das Existenzminimum, das wird bisher an ganz vielen Stellen unterschiedlich gerechnet und es ist ein Existenzminimum. Wir wollen ja aber den Bedarf absichern und deswegen wollen wir eine Kommission einrichten, in dem sozusagen wir gucken, was gibt eigentlich die gesellschaftliche Mitte für ihre Kinder real aus und das ist der Maßstab, an dem wir entscheiden, was braucht also jedes Kind. Diese Zahlen haben wir aber noch nicht. Okay. Das haben wir uns aber vorgenommen, zu gucken,
dass wir nicht sozusagen von dem untersten Einkommensniveau ausgehen, sondern von der Mitte, von dem, was ganz normale Leute für ihre Kinder haben und daraus dann am Ende das, was wir irgendwann mal als Kindergrundsicherung auszahlen, ableiten. Und eigentlich das Interessante, glaube ich, ist ja, wenn ich es auch richtig verstanden habe, dass wir, ich glaube, es gibt irgendwie 320 familienbezogene Leistungen, 350 oder so, also ganz viele. Es kommen immer mehr dazu, also, und die sind noch gegenseitig anrechnungsfähig. Das heißt, wenn man die eine kriegt, fällt die andere weg, also ist es also doch kompliziert. Also total kompliziert, keiner versteht so richtig, total für Bürokratie und eben mit dem Effekt, dass wir mehr Geld bekommt, verdient im Monat, eben auch noch überproportional davon profitiert. Das heißt, all diese Dinge sollen abgeschafft werden und genau durch diese Kindergrundsicherung ersetzt werden. Also das heißt, es wird irre einfach. Und es soll digitaler werden. Ja. Das heißt, man gibt einmal sozusagen in der Familienkasse sein Einkommen ab, mit dem Finanzamt wird es abgeglichen, sozusagen, dass man dann auch nicht jede Einkommensveränderung immer wieder irgendwie beantragen muss, sondern dass automatisch berechnet wird, wie viel Kindergrundsicherungsbetrag steht denn dem Kind jetzt zu. Also das ist ja so logisch. Eigentlich müssten wir das morgen im Bundestag beschließen. Wäre nicht schlecht, aber da es ein kompletter Systemwechsel ist und das nicht trivial ist, weil ja nicht wir auf Bundesebene sämtliche Familienleistungen auch vor Ort anbieten. Das heißt, die Kommunen, die Länder, die Träger, die Angebote anbieten, die müssen ja alle mit ins Boot. Das heißt, da ist schon ein Systemwechsel dahinter. Und alles, was wir jetzt an Politik machen, sind Schritte dahin. Okay, umso leichter wird dann tatsächlich am Ende der tatsächliche Systemwechsel, wenn die Schritte bis dahin schon mal gegangen sind. Und da sind eben sowas wie Gute-Kita-Gesetz und Zusammenfassen von Familienleistungen und jetzt auch demnächst hoffentlich diese Familienkarte, auf der die Leistungen verbucht sind alles schon mal Wege hin, sodass dann am Ende der Systemwechsel vielleicht gar nicht mehr so ein dramatischer ist. Okay, aber das heißt, wir müssen zwei Dinge tun. Einmal, sagen wir noch, Detailarbeit, die zu leisten ist, und wir müssen wahrscheinlich noch mal Mehrheiten im Bundestag besorgen. Ich glaube, unser jetziger Koalitionspartner macht da noch nicht mit, obwohl ich das so logisch finde. Irgendwie hat die CDU das noch nicht so verstanden. Aber das heißt, wir müssen noch an Mehrheiten arbeiten. Aber dann können wir es hoffentlich bald, spätestens in der nächsten Wahlperiode, hoffentlich beschließen, oder? Wir haben schon mal ein gutes Konzept. Ich glaube, je nachdem, wie die Mehrheiten sind, die Grünen, die Linken haben es auch, die Union kann gerne mitmachen. Sozusagen, wir sind über die Obschwelle hinweg. Es geht jetzt eher darum, wie machen wir das? Und das finde ich, als jemand, die wirklich lange dafür gekämpft hat, total schön. Da weiß man, wofür man es macht, ne? Sehr gut, dann kämpfen wir zusammen weiter. Ich sage erstmal Dankeschön. Gerne. Und ja, dann euch viel Spaß erstmal noch und bis zur nächsten Woche.